Aber gut, jetzt wissen wir es ja. Wenn man es einmal weiß, dass da vier Stück kommen, dann ist es auch einfacher. Auf ein neues, würde ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, einiges übersehe ich noch. Also zum Beispiel, wie man aufleveln kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, man müsste auch mehr Estus haben. Wahrscheinlich übersehe ich da auch was. Aber gut. Man kann nicht alles haben. So, das Problem ist, der braucht immer Ewigkeiten, bis er hier oben ist. Und jetzt werden wir auch sehen, ob die Dicken respawnen. Natürlich. Natürlich tun sie das. Okay, dann kommen wir her, Dicker. Hau mal wieder ins Fass hier rein. So, hier ist noch ein paar. Na komm. Okay, anscheinend geht das irgendwie diesmal nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Okay. Zum Glück habe ich die Seelen noch eingesammelt. Irgendwie, weiß ich nicht. Habe da jetzt irgendwie nicht in die Fässer eingehaut oder nicht mit dem richtigen Angriff in die Fässer reingehauen? Ich weiß es nicht genau. Na gut. Das ist jetzt natürlich doof, dass ich jetzt schon ein bisschen was verloren habe, aber naja. Ich glaube, das schaffen wir schon. Zumindest bis zum Dicken und unsere Seelen wieder einsammeln können. Das ist auch was. Ich glaube, dann hole ich mir nachher wahrscheinlich einfach das bessere Schild in der Stadt. Weil das ist ja so echt übelst mühsam. Wenn man nicht richtig blocken kann. Okay. Da kommen die Kirchen. Auch den Wip. Er sieht einem am Anfang nicht richtig. So, dann warten wir hier drin. Also er muss wirklich richtig in die Fässer reinhauen. Es reicht nicht, wenn er einfach reinrennt. Teilweise, ich weiß nicht, die Animationen sind übelst viel länger als im ersten Teil. Das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Ich muss mal gucken gleich, wie viele Seelen wir haben. Wenn es ausreicht, dann werden wir, glaube ich, nochmal zurückgehen. So. Aber zuerst müssen... Geh! Höhlensoldaten Gamaschen. So. Ja, damit sind die Seelen auch futsch. Yay! Ach man, ich bin nämlich ziemlich unkonzentriert gerade. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Seelen wir brauchen. Ich könnte sie auch aus den Seelen, die wir haben, machen. Aber gut, dann können wir jetzt wenigstens in Ruhe hier weitergehen und ohne uns um die Seelen Gedanken zu machen. Muss ich auch nicht zurückgehen. Zumindest nicht momentan. Können wir hier eigentlich durch? Ne. Nur von der anderen Seite. Okay. Das wird jetzt nicht so viel Progress geben aktuell. Ich darf mich halt einfach nicht treffen lassen von diesen komischen Schlägen. Das ist wahrscheinlich einfach eine Übungssache. Das ist auch wirklich lange, lange her, seitdem ich den ersten Teil gespielt habe. Ich glaube, es ist durchaus von Vorteil, wenn man die Dinger gerade hintereinander spielt. Aber das ist mir nicht vergönnt, leider. So.
Jetzt sieht er uns. Dann stellen wir uns einfach hier hin. Dann haut er in die Kisten rein. Okay, das war schlecht. Ich darf das auch nicht zu nahe dran stehen. Gut, wissen wir das auch. Check. Ich glaube, es könnte noch eine Weile dauern, bis wir da irgendwie weiterkommen. Ich habe auch noch nicht wirklich... Ich habe nicht wirklich einen Plan, wie ich da weitermachen soll, ehrlich gesagt. Aber es wird schon irgendwie gehen. Es ist halt immer so bei Dark Souls. Sobald man den Dreh einmal raus hat, ist es dann völlig einfach plötzlich. So, ein Lebensstein hat er gedroppt. Genau, die Gamaschen wollte ich noch angucken. Hüllensoldaten Gamaschen sind aber schlechter. Manschetten sind auch schlechter. Hier was? Ne. Wir haben schon das Beste an. Naja, gut. Ich glaube, ich werde jetzt dann gleich auch den Estus saufen. Weil der One-Hot hindert uns sonst. Das ist jetzt so ein bisschen der Nachteil, wenn man so wenig HP hat. Aber die HP sind eigentlich nicht mal wirklich das Problem. Es ist halt wirklich einfach der Umstand, dass wir einen einzigen Estus haben, ist sehr ungünstig. So, hier. Hau zu. Wie weit muss man denn wegstehen hier, bitteschön? Unten waren die Fetten irgendwie wesentlich einfacher, habe ich den Eindruck. Und man muss ja an dem vorbei. Ich sehe keinen anderen Weg. Also es, man muss es einfach irgendwie hinkriegen mit der Explosion. Was? Wieso ist der Typ jetzt nicht hier? Hä, wo sind die Gegner hin? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ist das so ein Farmschutz? Wenn man die Gegner genügend oft getötet hat, dann kommen sie nicht mehr. Dann müsste der Typ da unten aber auch irgendwann dann nicht mehr kommen. Naja, wir werden es bestimmt irgendwann erfahren. Das war irgendwie auf jeden Fall strange. So, ich muss irgendwie schauen, dass... Hier. Warum trifft? Okay. So, das sind nur... Das ist die letzte Chance hier, die Fässer. Oh yeah. So, und jetzt haust du zu. Ach, Mist. So, den hätten wir mal. Oh Gott, jetzt bin ich... Ah, ei, ei. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Aber naja, das ist mir auch bei Crusader die ganze Zeit passiert, dass ich an irgendwelchen komischen Stellen viel zu oft verreckt bin. An Stellen, die man eigentlich nicht sterben sollte. Er ist immer noch weg. Hä? Ich verstehe es nicht. Aber, was ist mit ihm hier? Er ist noch da. Vielleicht ist das irgendwie so ein Farmschutz, dass man sich nicht ewig Seelen farmen kann. Das wäre irgendwie ein cooles Feature. So, aber er ist wahrscheinlich noch da, ja. Fetti ist noch da. Na komm, Fetti. Er braucht immer eine Weile, um sich wieder aufzurichten. So, Fetti ist tot. Dann er hier einfach einen Schlag. Dann fliegt er runter und wir nicht. Hervorragend. So, da oben ist noch einer und jetzt könnte
würde die Stelle wieder kommen. Ich will mir aber überlegen, erstmal hier unten lang zu gehen. Oder gibt es da vielleicht sogar einen Shortcut irgendwie? Da hoch, das wäre irgendwie schick. Aber das ist anscheinend nicht so. Aha, wo kommst du jetzt plötzlich her? Das ist wahrscheinlich der, der von unten dann hochkommt. Na? Da hat ja einfach keine Geduld, den zu töten. Wie viele Pfeile haben wir? Nicht wirklich viele. Ich bin versucht, einen Heimatknochen zu verwenden. Dann erstmal die Seelen auszugeben. Wir töten erstmal den hier. So, der erste ist weg. Also man kann irgendwie wirklich nicht so flink agieren hier im zweiten Teil. Das ist ein bisschen störend, aber gut. Na gut, ich denke, wir holen uns, versuchen jetzt die Seelen zurückzuholen und dann würden wir die, kaufe ich mir einen besseren Schild. Weil dann kann ich auch anständig blocken. So, die sind immer noch weg, komischerweise. Er ist da? Naja. Wird schon irgendeinen Grund haben. So, dann hier hoch. Wo sind wir? Sind oben gestorben, ne? Wahrscheinlich. So, Fetti. Ach Mist. Hat er nicht zugehauen? Jetzt hat er zugehauen. Okay, komm, Fetti. Schlagen wir mal zu. Ey, was war das? So, Fetti ist wieder tot. Das ist super. Dann einmal du. Ey. So, dann sollten wir uns den Estus reinziehen. Hier hochgehen. Unseren Loot holen. Und nix wie weg hier. Nix wie weg hier. Ich glaube, da oben müssen wir dann auch nicht mehr hin. Da haben wir alles. Zurück zum Leuchtfeuer. Dann gehen wir auch direkt zurück zu nach Majula. Da hinten, ist das ein Leuchtfeuer? Ich glaube, irgendwas Feuriges ist da. Aber da kommen wir jetzt auch erstmal nicht hin. Naja. Da haben wir zumindest ein kleines wenig Progress gemacht. Ist nicht viel, aber man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Eine Fackel haben wir, glaube ich auch nochmal gefunden. Ich muss nochmal die ganzen Gegenstände durchgucken. Wo sind eigentlich unsere ganzen Fackeln? 15 Minuten steht jetzt da. Naja, egal. Wird schon für irgendwas gut sein. Hm. Was haben wir denn sonst noch alles gefunden? Hier ist Stolzen Ritters. Super. Ansonsten. Wissen wir nicht. Wir haben relativ viele Lebenssteine, was cool ist. Uns aber nicht allzu viel bringt. So, dann holen wir uns jetzt mal den Schild. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Kann natürlich auch sein, dass es ein Riesenfehler ist. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen den.
hier 2000. 95 hält er aus. Das ist ja schon mal... Wobei der braucht 20 Stärke. Die Frage ist, ob wir den überhaupt tragen können. Naja, wir probieren es mal. Thanks very much. Sonst haben wir 2010 verballert. Das ist auch nicht die Welt. So. Gegenstand kann mit aktuellen Attributen nicht effektiv genutzt werden. Hier hinten sind, waren doch irgendwelche komischen kleinen Superviecher. Wir können sie mal gegen die testen. Hier hinten. Na komm. Die machen immer noch übelst viel Schaden. Naja. Wahrscheinlich brauchen wir wirklich 20 Stärke, um das Ding auch für die Abwehr zu verwenden. Würde ja im Endeffekt auch Sinn machen. Das wäre also eigentlich eine vernünftige Neuerung. Aber es ist natürlich nicht ganz so erfreulich. So, dann gehen wir mal zum Schmied. Und wollen wir unsere Waffe nochmal ein bisschen aufleveln? Reparieren, ja. Nee, jetzt lieber nicht. Erstmal das Ding hier aufleveln. Titanscherbe. Geht nicht. Hier bräuchten wir nur eine Titanscherbe. Ach, weil das Ding schon einmal aufgelevelt ist. Stimmt, da war ja was. Haben wir nicht noch eine zweite gefunden? Wie viel kosten die Dinge eigentlich? 800. Dann reicht es nicht mehr um das Ding aufzustufen. Ich denke, wir holen uns einfach nochmal ein paar Pfeile. Brauchen wir so früher oder später ja sowieso. So, was ich jetzt noch machen möchte, ist nochmal kurz Richtung Anfangsgebiet zurückgehen. Reisen, und zwar dazwischen zu den Feuerhüterinnen. Denn da war noch was. Hier hinten, wenn wir da wieder rausgehen, dann können wir da, kann man da noch beim Wasserfall hier nach unten gucken und dann glitzert da was. Hier irgendwo ist das. Da, da, das will ich haben. Da wird es eh Max HP irgendwie runter. Ach so, ja. Dann sind wir auch schon hier. Kleiner, glatter, seidiger Stein. Hätten wir das, dann muss man sich nicht mal irgendwie einen Suicide Run machen, wie ich das befürchtet habe. Wofür ist der? Ein glatter und seidiger Stein wird zur geringen TP-Wiederherstellung verwendet. Der Glanz dieses Steins kann nicht durch gewöhnliches Polieren entstanden sein, sondern muss über einen langen Zeitraum erreicht worden sein. Einige dieser Lands sind auf der Suche nach derartigen Steinen. Zur geringen TP-Wiederherstellung. Also wie ein Lebensstein? Sieht irgendwie gerade so aus. Naja. Das war's auch schon, was ich hier wollte. Ansonsten ist ja wahrscheinlich nichts mehr. Ah, was wir noch gucken können, ist, ob der Dicke, den wir am Anfang vor ein paar Folgen gemacht haben, ob der wieder da ist. Das würde mich auch interessieren, ob man die töten kann und dann kommen sie nicht wieder. Ich glaube, das sind... Ja, der ist weg. Okay. Das ist super zu wissen, weil wir hatten ja auch im Wald hatten wir noch einen. Wir könnten den eigentlich auch mal wieder angehen. Jetzt, wo wir sowieso so wenig HP haben, wäre das, glaube ich, nicht mal verkehrt. Dann spielt es auch keine Rolle, wenn wir sterben, weil weiter nach unten geht es eh nicht mehr. So, dann Zuflucht der Mutlosen. Und jetzt haben wir auch wieder wesentlich mehr Pfeile. Das ist das nächste Gebiet, sollte dann die ganzen Leute auch mit Fernkampf wegmachen. So, ich will jetzt lieber nicht versuchen zu blocken. Ich glaube nicht, dass das eine weise Entscheidung ist. Bin ich ein bisschen langsamer? Kommt von hinten jemand? Ne.
Sollten wir vielleicht wieder den anderen Schild nehmen? Das spielt irgendwie nicht so eine Rolle. So. Na komm. Fettes Vieh. Ah ja, genau, da war ja was. Der kann irgendwie einem... Der kann uns aufessen. Ist nicht mal nötig. Wir sind sowieso schon tot. Also einmal von dem Ding irgendwie getroffen zu werden, das reicht auch schon. Ich glaube, ich werde ihn einfach mit Pfeilen wegmachen. Wir hatten ja sowieso keine Seele, deswegen spielt das auch keine Rolle. Wie viel Schaden machst du denn jetzt? Du machst immer noch übelst viel Schaden. Also ich glaube, das hat wirklich keinen Einfluss. Und du? Hier? Schlag mal auf den zu. Ja, hier machst du wesentlich weniger Schaden. Also hat der Schild tatsächlich einfach überhaupt keinen Einfluss. So, Freundchen. Ich hätte eigentlich ganz gern die Waffe nochmal aufgestuft. Ich glaube... Oh, jetzt hat er sich verausgabt. Ich glaube, das macht keinen Sinn so. Da müssen wir eine bessere Waffe haben. Wir machen viel zu wenig Schaden. Aber gut, ich werde den Part jetzt hier beenden. Sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann, macht's gut.